Wirkungsdauer 6 Stunden. Ja, gut. Gut. So, hier drin wurde niemand. Haben wir ja mal Glück gehabt. Geld. Noch mehr Geld. Und dem Waschzuber da drüben ist da auch was. Der ist verschlossen. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Ein Heiltrank. Ihr braucht meine Hilfe? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ein Heiltrank für Yahira gleich mal. Du bist Janko, ich hab genug davon. Und die Truhe hier ist nicht zum Öffnen. Das wollten gut. Okay, auch nichts gut. Leichter als das. Oh. Der du siehst böse aus. Du hast doch böse Schaden gemacht, aber dank dir hat Emuel jetzt ein Level Up. Feldhardisch. Trank der Lebenskraft, Trank des Feuerodems. Okay, die beiden Sachen. Schild plus 1. Ich habe ein langes Schild plus 1. Ist also das, was wir verkaufen können. Der Feldhardisch hingegen. Den könnte Kalid anlegen. Oder Minsk. Kann Khalid das hier anlegen und ist bei minus 3. So ist Minsk bei minus 1. Sonst wäre Minsk bei 0, oder? Ja. Ja, minus 1 ist besser als gar nichts. So, und du Level Up. Eine Stufe höher, 10 Punkte Fallen entschärfen, 10 Punkte Schlösser öffnen. Einverstanden. Gut. Well, und es sind noch 3900 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Emoin hat einen Gegner entdeckt. Wo? Ein Räuber. Ach, da unten. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Dass die Räuber uns so auf die Nase gehen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja, o Allgegenwärtige, für die Gruppe. Ja. Das ist unmöglich. Was wollt ihr? Gut. Ihr habt eine Aufgabe. So, ja, hier hat nimmst einen Schluck. Du kriegst gleich einen neuen. Ich würde nämlich gern noch eigentlich die Räuber plündern, die ich da drüben getötet habe, die vier, bevor ich in die Höhle gehe, raste und mich dann hier weiter umgucke. Ich habe nämlich noch die Hütte. In der da war ich schon, oder? Ja. Und dann habe ich noch das Hauptzelt. Aber jetzt würde ich gerne mal die Jungs plündern. Minsk steht auf einem. Kann ich den so plündern? Ja. Das sieht nämlich langsam echt ordentlich aus, was wir da an... Trank des Feuerodems. Der Trank des Feuerodems bewirkt beim Empfänger eine magische Veränderung des Rachens, der jetzt Feuer in Form eines buffigen Odems ausspeisen kann. Die Wirkung verursacht 6W10 Schadenspunkt bei allen, die sich im Bereich des Feuerkegels befinden. Wenn ein Rettungswurf gegen Odem-Waffe gelingt, erleidet nur den halben Schaden.
Untrank der Lebenskraft. Von dem haben wir, glaube ich, schon welche, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja? Ach doch, hatten wir, glaube ich, einen und den haben wir Kalid gegeben. Oder war das ein Heldentrank? So, noch ein Räuberskalb. Was war hier lang? Und immerhin guckt sich kurz die Kisten hier an. Da wäre schon mal dein Zauberstab. Ein Schild. Wurfdolchen, nicht wirklich. Nö. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ich würde sagen, wir ziehen uns in die Höhle zurück. Gucken uns dann die Hütte noch an. Uns um die Hütte herum noch um. Nee, da ist nichts mehr. War da was drin? Nee. Und in der Hütte waren wir, glaube ich, schon. Gut. Dann haben wir das Räuberlager auch fast geschafft. Jetzt auf in die Höhle. Wer zur Hölle fehlt wieder? Minsk. Ja, nichts für gut, Minsk. Du bist ein super Waldläufer, haust gut zu, aber du bist nicht helle. Du kannst nicht anderen hinterherlaufen. Beinahe unter meiner Würde. So, gemütliche Höhle, verstecken wir uns. Rasten erfolgreich, sehr schön. So, und an einmal hochheim. Ihr habt eine Aufgabe. Was wollt ihr? So. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Was? So. Gesamte Heilzauber verpratzt. Hier nichts leichter als das. Schauen wir uns weiter um. Beinahe unter meiner Würde. Und ich bin echt ein wenig enttäuscht von den Eliten der kalten Hand. Dass wir so wenige von ihnen gefunden haben. Und dass, wenn wir sie gefunden haben, sie uns gleich umgeballert haben. Ich hätte nämlich schon gern noch ein paar von denen getötet, wegen Erfahrungspunkten und Pfeilen. Da kann man nichts machen. Ja? Ja. So, immerhin, du guckst dich hier im Haus um. Wenn die anderen dich durchlassen. Ja, oh, für die Gruppe. Was zum Teufel treibst du da immerhin? Mich kümmer, du bist hier lang. Geld. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Der Waschzuber hat nichts. Hier lang. Die Kiste aber. Ich glaube, es ist mal Zeit, dass Düna hier einen Trank schluckt. Diesen hier. Und das können wir wieder tauschen. Oh, jetzt kann sie erst einmal Sachen besser identifizieren. Das heißt, wir können ihr einfach mal die ganzen Sachen hier geben. Die müsste so ziemlich alles davon erkennen. Jo, jo. Und sie dürfte ganz locker diese Magie schreiben können.
Ganz wichtig voran, der Feuerball. Man kriegt sie Level up sehr bald. Das heißt, der Feuerball wird bald nichts leichter als in Aktion treten können. Beinahe unter meiner Würde. Und sobald sie ihr nächstes Level ab hat, packen wir den ihr in den Zauberslot rein. Weil ich möchte schon zweimal Magie-Bannen gerne drin behalten. So, Yvonne. Ja, ja, kommt nicht da hoch, weil die anderen ihren Weg stehen. Leute. Lasst Imoen vorbei und ihre Arbeit machen. Noch ein Feuer-Odem-Trank. Und ein Schwert. Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist aber nichts drin. So, das sieht aus wie das Anführerzelt. Ein Kurzschwert. Du hast die beißenden Pfeile und die können wieder zu Immoin. Und ich würde mal sagen, Immoin kriegt jetzt ein paar Feuerpfeile an die Hand. So. Trank des Feuerodems. Klingt gut. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Für den Kampf da drin. Nur dass das Hauptzelt ist, was? Entschließt sich die Gruppe mal ein bisschen hoch zu buffen. Ja. Eure Dienerin steht so. Zu euren Diensten. Habe ich noch irgendwas? Was wollt ihr? Ja. Womit ich buffen könnte. Steinriesenstärke Trank für dich. Nicht so viel reden und mir. Ostriesenstärke Trank für dich. Allgegenwärtige Autoritätsperson. Absorptionstrank. Steinformtrank. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Und Reiter. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Ja, sehr schön. Ist mir egal, wer ihr seid. Wer einen Schritt in Tarzoks Zelt setzt, wird einen Kopf kürzer gemacht. Wir sind auf Tarzoks Befehl hier? Nein, dann holt mich, denn ich beabsichtige nicht umzudrehen. Euer Tod, ihr Würmer. So, okay, du siehst aus wie ein Magier, das heißt... Ihr habt eine Aufgabe? Du tust den gleich mal verwirren. Und du? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Ich bin ganz gut. Was? Okay, das scheint zu klappen. Der da hat moralisches Versagen gefühlt. Und der ist auch gestorben. Okay. Söldnergilde der schwarzen Krallen. Kalte Hand mit Waffengewalt. Das klingt schon mal nicht so toll. So, dafür haben wir hier einen Haufen Gold drin. Und dort ist der Gefangene, den Imoen gesehen hat. Jedenfalls nach ihrer Meinung. Und wir haben gar keinen Feuerodem gebraucht. Den kann Kalit dann mal haben. Ja, Hira, was könntest du Münz geben? Haben wir irgendeinen Unverwundbarkeitstrank? Den kannst du gar nicht benutzen. Dann kriegt den mal Minsk. Und dafür kriegst du den.
Violetter Trank. Nee, ich glaube, den brauchen wir gar nicht so wirklich. Den können wir verkaufen. So schwer schleppen müssen wir gar nicht. 24 Stunden lang. Doch, den behalten wir. Ich wüsste, wo man den gebrauchen könnte. Gut.